Vor 5 Jahren begeisterte sie in Linz mit spektakulären Vorführungen bei der Eröffnung des Musiktheaters. Heuer im September spielt dieselbe spanische Tanztheatergruppe aus Katalonien eine Hauptrolle bei der Linzer Klangwolke im Donaupark. Unter dem Titel Frieden wird die Geschichte der Menschheit inszeniert. Mit Musik, Tanz und Feuerwerk am 8. September in der Friedensstadt Linz. Seit 30 Jahren schockieren und beeindrucken die katalanischen Eventkünstler von La Fura dels Baus die Welt mit ihren gewaltigen Inszenierungen. Unvergesslich die Bilder bei der Eröffnung des Musiktheaters vor rund 5 Jahren. Jetzt kommt die preisgekrönte Gruppe erneut in die oberösterreichische Landeshauptstadt, um den Donaupark zu bespielen. Linz ist schon ein ganz besonderer Ort mit einer ganz besonderen Landschaft. Die Donau, der Pöstlingberg und mittendrin das Publikum, dem wir ein Gesamterlebnis bieten wollen. 600.000 Euro kostet das Open-Air-Spektakel, bei dem die Sparkasse Oberösterreich als Hauptsponsor auftritt. Das Publikum soll sich heuer mittels einer App am Geschehen beteiligen können. Aktiv wieder mit ins Geschehen hineinkommen. Und das ist genau der Ursprung gewesen dieser Klangwolke im 79er Jahr. Entweder macht man aktiv mit oder man lauscht. Und das ist genau das, was wir heute und mit unserem Beginn zeigen wollen. Pax, also Friede, lautet der Titel der diesjährigen Klangwolke. Passend zum Gedenkjahr 2018 und zur modernen Medienstadt Linz, die seit 1986 den Titel Friedensstadt trägt. Ich persönlich betrachte die Bewältigung der Digitalisierung, auch die Sicherung einigermaßen friedlicher Verhältnisse auf der Erde als die zentralen Zukunftsfragen für die nächsten Generationen. ORF Oberösterreich wird das Spektakel am 8. September im Radio, Fernsehen und im Internet begleiten.